Jetzt die Geschichte, wie 25.000 Euro bei uns geklaut worden sind. Wir versuchen hier die ganze Zeit eine Putzfrau zu finden. Einfach für eine Stunde. Und das Ding ist, Bro, es war 100% unsere Schuld. Ich will auch gar nicht sagen, dass diese Frau, die geklaut hat, ist schuld, bla bla bla. Es war 100% unsere Schuld. Weil, guck mal, das Ding ist, wir haben die letzte Zeit, die letzten 2 Jahre habe ich in Dubai gelebt und Dubai wird nichts geklaut. Da sind überall Kameras, da weiß jeder. Du willst nicht Stress mit der Polizei dort, ne? Auf jeden Fall, wir sind weg. Wir haben die Tür offen gelassen, dass die Putzfrau rein kann. Die Putzfrauen kriegen hier übelst viel Geld. Die kriegen hier zwischen 25 und 35 Euro die Stunde, verdienen die hier. Ja? Und Karochi, wir haben die reingelassen. Es hat ewig auch gedauert, bis sie überhaupt angekommen ist, bla bla, egal. Die geht rein, sollte halt aufräumen. Die sollte für 3 Stunden kommen. Ja? Meine Frau kam nach 1,5 Stunden nach Hause schon. Und die war weg. Und meine Frau meint, warum bist du weg? Es war nicht geputzt. Der Müll war auch nicht rausgebracht. So. Jetzt vergehen 4 Wochen. Und wir hatten so eine Dior-Tasche. Das war das einzig Wertvollste, was wir hatten. Es war eine Dior-Windeltasche. Und da drin war meine Rolex, diese Stahl-Rolex, die ist 7.500 wert. Und meine Frau hatte so eine Gold-Stahl-Rolex, die war 12.500 wert. Also wir haben die gekauft. Jetzt sind die wahrscheinlich 15 und 8.500 wert. Also so ungefähr. Die Dior-Tasche war 3.000. Es war mein alter Gucci-Geldbeutel noch drin. Also das war alles in dieser Dior-Windeltasche drin. Und nach 4 Wochen, und pass auf, und all unsere Pässe waren drin. All unsere Pässe. Mein Reisepass und so. Und jetzt ist die Geschichte blöd. Karolchim, das war das einzig Wertvollste, was wir hatten. Sonst haben wir nichts Wertvolles, weißt du? Weil ich bin von diesen ganzen materiellen Sachen, ich wollte die loswerden, weil du hast immer eine Verantwortung mit materiellen Sachen, weißt du? Auf jeden Fall, nach 4 Wochen, ich habe euch ja erzählt, ich habe jetzt überlegt, dass wir uns wieder zurück nach Dubai verpissen, weil es ist scheiße. Ich habe keinen Bock hier mit Familie und so. Wenn man alleine ist, ist es okay, aber mit Familie, ich habe keinen Bock drauf, weißt du? Wir sind kurz davor, ich bin kurz davor, Flüge, also ich bin jetzt gerade dabei, dann Flüge zu buchen. Meine Frau ruft mich an, meint so, ey, diese Dior-Tasche, hast du die irgendwo hingepackt? Ich so, nein. Die meint, die ist weg, also ich finde die nicht. Ich konnte es gar nicht glauben, ne? Weil mir wurde noch nie irgendwas geklaut. Es gab noch nie nur Slavik klaut. Ha! Nein, Spaß, aber du weißt schon. Auf jeden Fall, ich bin kurz davor, die Überweisung für die Flüge nach Dubai zu machen. Und wir sind kurz davor, auch die Wohnung zu holen. Wo wir in Dubai ist so, du zahlst nicht pro Monat, sondern du zahlst entweder fürs halbe Jahr oder fürs ganze Jahr die Miete voraus. Der Hintergrund ist einfach, weil in Dubai ist so, da geht niemand vors Gericht, wenn du die Miete nicht bezahlst. Also kannst schon vor Gericht gehen, aber so. Weißt du, viele kommen ja aus dem Ausland, deswegen ist so, dass du zahlst die Miete meistens im Voraus und gut ist. Also ich bin kurz davor, die Flüge zu buchen und wir sind kurz davor, die Überweisung zu machen für die Jahresmiete für Dubai. Und die Pässe sind weg. Meine Frau checkt nochmal den Verlauf mit dieser Frau, diese Cleaning Lady, die da war. Und es ist so, dass die meinte, das Absurde ist, sie hat nicht den Müll rausgebracht, hat aber geschrieben, sie hat den Müll rausgebracht. Meine Frau ist ja früher nach Hause gekommen und sie war schon weg. Und sie meinte, nee, nee, ich war volle 3 Stunden da. Meine Frau meinte, ich bin doch früher schon gekommen. Das heißt, sie hat diese Tasche gesehen, hat diese Tasche in den Müllsack reingepackt und ist mit dem Müllsack raus aus der Wohnung. Und meiner Frau hat sie auch geschrieben, also ein bisschen dumm ist sie auch, meiner Frau hat sie geschrieben, check doch die Kameras, weil da sind überall Kameras im Haus, check doch die Kameras, ich habe den Müll rausgebracht. Und sie hat noch geschrieben, die Tasche war im Kabinett, also in so einem Dings Schrank. Obwohl meine Frau nach der Tasche zu dem Zeitpunkt gar nicht gefragt hatte, weißt du? Meine Frau hat nicht mal nach dieser Tasche gefragt, weil wir haben ja erst nach 4 Wochen gecheckt, dass die Tasche weg ist, weil da lagen unsere Pässe. Weißt du, was ich meine? Deswegen sind wir auf die Tasche überhaupt gekommen. Das heißt, der Müll war nicht rausgebracht. Der Müll war nicht rausgebracht, aber sie hat geschrieben,
check doch die Kameras, ich habe den Müll rausgebracht. Genau, sie hat einfach die Tasche in den Dings gepackt, in den Müllbeutel und ist mit dem Müllbeutel rausgegangen. Ja, so war das leider, Alter. Und so sind 25.000 Euro weg. Wir haben Polizei gerufen, alles gerufen. Und das Ding ist, wir haben auch ein Foto von ihr. Und ich habe auch sogar bei der Google-Bewertung ein Foto von ihr gepostet, habe gesagt, so, ey, bla bla bla. Das Ding ist, jetzt haben wir die Polizei gerufen, bla bla, die haben alles gecheckt und so. Und die meinten, die werden wahrscheinlich bei ihr auch Durchsuchungen machen, bla bla. Aber wenn alles weg ist, was ja wahrscheinlich, weil die wird jetzt nicht mit den Uhren da rumlaufen, bleibt, weißt du, dann wird die Polizei keine weiteren, nicht weiter gegen sie vorgehen. Und wir müssen sozusagen zivilrechtlich gegen sie vorgehen. Aber das Ding ist, wenn sie wird ja wahrscheinlich alles verkauft haben, was willst du dann von ihr holen, weißt du? Das Einzige ist, was ich überlegt habe, und ich weiß nicht, also was ist eure Meinung? Das Einzige, wenn sie bei uns geklaut hat, wird sie bei anderen klauen oder sie ist generell kriminell. Was ich überlegt habe, ist, dass ich zum Beispiel ein Foto von ihr in der Story poste und bitte, dass jeder sie repostet, damit das viral geht, ihr Gesicht, und damit die Leute sehen, dass diese Frau eine Kriminelle ist. Weißt du, was ich meine? Damit das nicht vorkommt, weil sie ist immer noch als Cleaning registriert und sie arbeitet bei einer Firma sozusagen, die vermittelt diese Cleaning Ladies. Ja, keine Ahnung. Was ist eure Meinung dazu?